Es ist Zeit, euch kurz und knapp die News zum Sonntag aus der MMA-Welt zu liefern. Beginnen wir mit einem kleinen Spoiler-Alert, denn wir kommen zu den Siegern der Main-Card des letzten UFC-Events, Pavlovich vs. Blades. Jeremiah Wells konnte sich nach einem spannenden Weltergewichtskampf, in dem beide Kämpfer ihre Momente hatten, gegen Matthew Samuelsberger durch Split Decision nach 3 Runden durchsetzen. Yasmin Lucindo konnte im Fliegengewicht der Frauen einen einstimmigen Punktesieg gegen Brogan Walker Sanchez einfahren. Im Leichtgewicht trennten sich der immer aufregende Bobby Green und Jared Gordon ohne einen Sieger, nachdem Green vermeintlich den TKO-Sieg holen konnte. Nach Betrachtung des Replays konnte die Kommission jedoch feststellen, dass die kampfendende Sequenz durch einen unabsichtlichen Kopfstoß ausgelöst wurde, weshalb der Kampf als No Contest gewertet wurde. Im Co-Main-Event siegte das Mittelgewicht Bruno Silva durch TKO in der ersten Runde gegen Brett Tavares, nachdem er mit einem Kniestoß und anschließenden Schlägen kurzen Prozess gemacht hatte, auch wenn der Abbruch nicht komplett diskussionsfrei war. Im heiß erwarteten Hauptkampf trafen die Nummer 3 und 4 der Schwergewichtsrangliste gegeneinander an. Pavlovich konnte seinen höheren Rang dabei durch einen TKO-Sieg gegen Curtis Blaydes in der ersten Runde verteidigen. Dieser Sieg ist der 6. K.O. in Folge für den Russen, der sich so für einen der nächsten Titelkämpfe empfohlen haben dürfte. Außerhalb des Oktagons fand an diesem Wochenende außerdem ein Kampf statt, bei dem der frühere UFC-Star Nate Diaz als Sieger durch Guillotine-Choke hervorkam. Die Situation ist noch nicht endgültig aufgeschlüsselt worden, aber nachdem Diaz im Publikum der Event-Kooperation zwischen The Zone und Misfits Boxing dabei gesehen werden konnte, wie er mit einem der Kämpfer des Abends, Chase DeMoor, aneinander geriet, war es derselbe Nate Diaz, der am späteren Abend von diversen Kameras aufgenommen wurde, als er einen Mann bewusstlos wirkte, der einen Kampf mit dem gesamten Entourage des früheren UFC-Kämpfers provoziert haben soll. Dieser Mann war Rodney Peterson, der dafür bekannt ist, exakt so auszusehen wie Logan Paul, Bruder von Jake Paul, der im Sommer der Gegner in Nate Diaz' erstem Profiboxkampf sein wird. Ob nun provoziert oder selbst ausgelöst, Nate Diaz hat den Kampf definitiv beendet. Du willst immer auf dem aktuellen Stand der Dinge bleiben und mehr über deine Lieblingskämpfer erfahren? Dann like diesen Beitrag, abonniere uns und sei gespannt auf weitere News, Facts und Rumors rund um den Sport, den du liebst.